Sachen für den Vorrat. Ben, wenn ich sie in Ruhe lasse, sorgen sie nur für Ärger. Ich sollte mich bedeckt halten, den Anführer finden und erledigen. Vielleicht geht der Rest dann weg. Da ist keiner. Deckung. Ich sehe sie.
sollte nachsehen, ob hier irgendwas mit einem Schloss ist. Die Rebellen haben Verderber ausgegraben. Vermutlich für Überbrückungsmodule. Geplünderte Maschinenteile. Sicher für Waffen und Rüstungen. Mit dem Schlüssel kann ich bestimmt die Truhe öffnen. Sehen die Identifikationsmarken aus. Ich weiß, dass die Nacktsoldaten welche tragen, aber nie so viele. Die Rebellen müssen sie von getöteten Soldaten haben. Ich nehme sie erstmal an mich. Ich entscheide später, was ich damit mache. Ohne einen Anführer sollten die Rebellen von hier verschwinden. Aber ich könnte mich auch jetzt um sie kümmern. Auf jeden Fall bin ich hier fertig. Das Gebiet sollte sicher sein. Ein Donnerkiefer zu erlegen ist immer eine gute Herausforderung. Zerstören kann ich einen Angriff abwehren.
Sei willkommen, Fremdes. Das Unrecht kennen. Darum stoßen wir so weit ins Unbekannte vor, wie unsere Füße uns tragen. Wir behaupten, perfekt und gut. Oder unterteils so. Und ich dachte, ein Schmiedeweiter. Ich muss weiter, tut mir leid. Unrecht getreten, damit du was auf dir machst. Das müssen die Maschinen sein, die Gendas und Bushavik meinten. Kein Schuss mehr übrig! Mein Rucksack ist voll. Ich kann es später aus dem Vorrat nehmen. Thank you.
Aber diese Ruinen versinken im Wasser. Ich werde nicht sehr tief tauchen können. Ich sollte mir den Teil der Ruinen unter Wasser ansehen. Vielleicht finde ich da Spuren. In dieser Konsole unter Wasser steckte etwas. Aber ich kann nicht lange genug die Luft anhalten, um es herauszuziehen.
Immerhin etwas Schweiß abgespült. Oh!
Die brauche ich ganz sicher noch. Die werde ich bestimmt bald brauchen. Das ist Reserve für später.
geht's los. Ein Vorrat für die Jagd. Nehme ich mit.
kann ich später aus dem Vorrat nehmen.